Hey Leute, ich bin Zwicky und willkommen zum Let's Play von Bioshock Infinite. Das ist Part Nummer 9, wenn ich mich nicht irre. Und ja, da ist Elizabeth. Wir sind auf der Suche nach Schockdinger. Da, suche Schockjockey in der Hall of Heroes. Yeah, da sind wir. Gesundheitskit. Schrotflinten, das haben wir aber alles schon gut gefüllt. Hall of Heroes. Was ist denn hier passiert? Was ist das da? Ein kaputter Automat. Ich sehe da aber was blinken. Oh, das ist Öl hier. Oder Benzin, meine ich. Dann setzt sie sich ganz einfach hin. Das finde ich ja geil. Die künstliche Intelligenz von ihr ist unfassbar gut. Oh, dürfen wir überhaupt... Wow! Alter, der hat mir hart gezogen von... Der war kacken! Haben wir den echt beim Kacken überrascht? Lol. Das war jetzt nicht meine Absicht, jemanden beim Kacken zu überraschen. Ich hab mir sogar Leben gezogen, dass ich sogar gleich dieses Kit... aufgreifen muss, was ja hier war. Okay. Du bist in was reingelaufen wieder. Da ist noch mehr Öl. Benzin meine ich. Da ist ein Lockpick, da gehen wir gleich rein. Gehen wir erstmal noch dahin. Okay, mal gucken, ob hier auch jetzt einer am Pissen ist. 199 von 200, das haben wir bald gefüllt. Ich habe Geld gefunden. Oh, geil. Yeah. Danke. Da! Fink Industries. Die scheinen hinter diesem Schock-Jockey-Produkt zu stecken. Die sollten sich was schämen. Naja, wir werden sehen. So, da drüben sehen wir auch wieder was liegen, aber wir haben auch hier was. Ein Pick, und den haben wir auch. Schloss. Kinderspiel. Bitte. Wow. Shit. Alter, was wollte er denn hier? Erstmal wieder schön essen, ey. Oh, wer ist das denn? Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war. Warte. Neu, Hut, Getriebekopf. Du wirst schwieriger zu entdecken sein von automatisierten Geschützen, Zeppelin und motorisierten Patriots. Was habe ich denn noch? Aktuell Hut ist das. Nicht anleben, aber nehmen. Hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Captain Cornelius Slade, vielleicht wirst du ein Verbündeter. Darbietung aktivieren. Will ich das? Dann, okay, machen wir mal. Obwohl, Moment, bevor wir das machen. Bockender Bronco. Was ist das? Wow. Okay. Press to launch your enemies into the air.
Hold and release to create an eruptive trap. Cool. Drücke L1 und schieße Gegner in die Luft. Halte L1 gedrückt und lass die Taste wieder los, um eine bockende Bronco-Falle aufzustellen. Cool. Warte, dann gucken wir mal. Bockender Bronco, dann werden wir mal bockender Bronco. Was wollen wir noch mit dabei haben? Die Krähen sind auch eine gute Hilfe, aber das finde ich auch gut. Teufelskuss und bockender Bronco erstmal ist meine Kombo. Und wenn wir zuschlagen, erteilen wir Cornelius Slade eine Lektion. Cornelius Slade. Was ist? Elizabeth. So, okay, sie versteckt sich, okay. Cornelius Fred ist kein Held. Er hat so lange in Finkten gelebt, dass er geworden ist wie der Pöbel, der dort haust. Ginge es nach Slade. Saßen diese Feinde und Kartoffelfresser. Hallo. Ich bin hier. Oh shit. Oh. Oh, 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 oh. Geil. Alter. Da drüben sind sie, okay. Komm, gib mir die Killerkrähen für die beiden. Ich höre einen da. Komm. Okay, warten, warten, warten. Ah, das war etwas zu riskant. Oh nein. Komm, ich habe nicht mehr so viel Salze. Wo ist der Flattermann-Typ da? Okay, Munition leer damit. Komm, lauf nicht weg. Bam, Digga. Jetzt haben wir wieder Salze. Geil, Alter. Ach, da. Geil, Mann. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Schade. Das war echt cool. Slade? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Mehr Geld. Okay. Cool. Danke. Gucken wir uns erstmal um, ob noch irgendwas hier ist. Ah, hier. Dollarbill. So, der hat Gesundheit und so weiter. Salze könnten wir gut gebrauchen. Aber ich glaube, das finden wir sowieso gleich. Wenn ich mich nicht irre. Oh, hier geht's auch noch gleich weiter. Hier ist nichts. Voxophon, nimm dein eigenes Voxophon auf. Aber nein. Das Fellow Traveler, okay. Dieser Betrüger, dieser Scharlatan, dieser Schlangenöl-Schacherer. Was ihr heute erlebt habt, Genossen, war erst der Anfang. Tja. Zachary Comstock wird unsere Stimme hören. Seine Tempel werden brennen und seine Goldgötzen werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen Columbia rennen. Da,
Eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin. Was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Elizabeth kann Chiffren entschlüsseln. Die geheime Vox Populi kann man verbergen. Finde die Chiffre. Okay. Ah, dann gucken wir mal. Wo kann ich mir überhaupt Missionsziele angucken? Da. Okay, du hast einen Vox-Code gefunden. Mhm. Chips essen. Machen wir mal aus. Okay. Alter, was ist denn hier passiert, Mann? Ein Kampf zwischen... Ne, Karabiner will ich nicht. Oder könnte ich ja nicht gut gebrauchen, weil meine Munition leer ist. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Unter den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Slate, hä? Sir! Die Waffen weg! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Wow, Munition für Panzerfaust. Die optionale, wo finde ich denn das? Du hast einen Voxcode. Elizabeth braucht eine Chiffre, um den Code. Finde die Chiffre. Ja, okay. Irgendwo in diesem Level oder was? Naja. Okay, suche eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Das wird absolut fantastisch. Ja, du hast auch so ein Ding. Cool. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Cool, sie sucht jetzt Munition, weil... Weil sie sehen, dass ich gerade ein bisschen low bin. Die Strecke ist frei. Okay. Dann wollen wir mal. Yeah. Oh, es lädt. Sieh eine andere Skada. Okay. Yeah. Baby, wo bist du? Ach, da. Hall of Heroes Plaza, okay. Hier ist ganz schön was passiert. Ein Konflikt, ne? Zwischen eine Panzerfaust. Alter. Will ich ja zu gern nehmen. Anstatt der Schrotflinte? Ja, okay, komm. Wann hat man schon mal eine Panzerfaust, Mann? Oh, falscher Knopf. Anvisieren ist ja hier. Naja, hier war ein Kampf zwischen den normalen, sagen wir, für die, die für Comstock arbeiten, und die Slate-Typen. Die Rebellen, sagen wir mal. Die Rebellen gegen das Regime. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren! Comstock hat nichts getan! Und doch, seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet! Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden! Sie gibt mir ein Präzisionsgewehr. Cool. Wo sind denn die Gegner, Mann? Wow. Da, okay. Oh, falscher Knopf. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Shock-Jockey und dann nichts wie weg.
Okay. Boah, so, wow. Oh, shit. Ich muss eine Nahkampfwaffe haben. Oh shit, Mann. Ganz ruhig, erstmal nachdenken. Okay, danke. Ah, shit. Wo denn noch? Okay, guck mal hier, Hall of Heroes, jetzt sind's Wars. Die Nutten. Okay. Nein, da weicht aus. Okay. Hätte sich erledigt. Okay. Panzerfaust ist da immer noch, aber die baue ich jetzt noch nicht. Da haben sie echt da so rumgehurt, haben sie hier. Jetzt mal gucken. Ich habe Geld gefunden. Oh, cool. Bedarf? Schön. Schön. Nice. Da ist der Dollarbill. Brauche ich die Munition für Maschinengewehr? Komm, das können wir uns eigentlich leisten. Für Pistole. Da. Ja, das reicht erstmal. Okay. Das Geld haben wir ja. Wir haben Style und das Geld. Gesundheit ist voll, ja, das stimmt. Da kann ich nicht hoch. Okay, die Hall of Heroes. Hier sind wir. Gucken, ist hier noch was? Oh, ich sehe schon wieder ein Kinetoskop. Was ist das? Wer braucht das Elektrizitätswerk? Braucht ihr Leben einen Ruck? Okay. Versuchen Sie Fink MFGs Chock Jockey. Okay, was ist das? Ah, okay. Yeah! Danke, Mr. Fink. Gott, sind das Filme, ey. Ende. Ey, ich finde das cool, ey. Ah, da sehen wir ja mal wieder was liegen hier. Sandwich. Da habe ich irgendwas lesen können. Okay. Betritt die Hall of Heroes. Machen wir. Hall of Heroes. Cornelius Slate. Der Mann war schon immer halb nah, halb Held. Ich war mir nie sicher, welche Seite gefährlicher war. Ich auch nicht. Ich kenne ihn nicht. Aber wir sind jetzt in der Halle der Heroes und suchen diese Quelle, Energiequelle. Shock Jockey. Hm. Gut, hier sind wir. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Okay, die Hall of Heroes. Patriotismus, soweit das Auge reicht. Suche Chock Jockey. Ja, da sind wir gerade dabei. Alter, hier ging es ja ganz schön ab. Ein kleiner Krieg war hier. Wow. Eine statische Lichtquelle. Hi, was hast du für mich? Ach so, Krähenfalle oder Teufelskusshilfe. Mehr Schaden. Ich spare das noch. Ich finde den bockenden Bronco irgendwie geil. Was ist das hier? Magazinvergrößerung. Erhöht die Magazingröße der Pistole. Schadenswut, Karabiner, Panzerfaust, Präzisionsgewehr,
Den Schaden der Pistole. Die Streuung. Ja, das Maschinengewehr benutze ich ja relativ oft. Nehmen wir mal Präzisionsboost. Obwohl. Ja, könnten wir uns leisten. Wollen wir das wirklich tun? Schadensboost von der Panzerfaust. Schadensboost vom Karabiner. Magazinvergrößerung. Machen wir Präzisionsboost. Okay. Okay, dann streut das nicht mehr so hart. Das ist gut. Bockender Bronco. Oh, hier können wir auch rein. Die Warterei ödet mich an. Wow. Da ist einer. Bleib hinten. Lassen wir ihn erstmal. Gleich beschäftigen wir uns mit diesem Typen. Ein Voxophon schon wieder. Schon wieder Cornelius Slade. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slade. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Mhm. Wow. Unser Prophetvater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slade? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Okay. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Wow. Alter, woher kommt ihr noch einmal her? Boah. Siehst du, du bist ein Killer, Booker. Gib uns das Schock-Jockey. Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Okay. Cornelius Slade. Siehst du, Booker? Du bist ein Mörder. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist immer das Richtige da. Ist schon okay. Gucken wir erstmal, woher diese Typen gekommen sind. Oh, nimm Salze, ey. Gedrückt halten für eine Pistole? Nö. Okay, erstmal schön durchgucken hier. Oh yeah, geil. Damit machen wir dann Salze höher. Schön. Perfekt. Es ist in der Tat perfekt. Okay, cool. Dann hätten wir das schon mal. Okay, Blechsoldaten führen nicht Krieg. Menschen schon. Ah, ein wahres Wort. Gut. Doch bevor ich da reingehe, werde ich jetzt mal diesen Part hier mit beenden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ja Leute, ich bin's euch hier. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.